FD Remixed, ein Wissenschaftskommunikationsprojekt des BMK. Zielsetzung ist, euch Jugendliche für Forschung, Technologie und Innovation zu begeistern. Mein Name ist Barbara Lahr. Ich habe an der TU Wien Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement studiert und habe mich jetzt auf Verkehrsplanung spezialisiert. Also einen klassischen Arbeitsalltag gibt es nicht. Was ich gern mag, ist diese abwechslungsreiche Vielfalt eigentlich. Das heißt, es gibt Tage, da sitze ich nur vor dem Computer und arbeite mit Verkehrsmodellen. Das heißt, es ist wirklich vor dem Bildschirm sitzen, Daten eingeben, schauen, was rauskommt, interpretieren. Es gibt aber auch Tage, da bin ich in Teams, in Workshops, wo ich diskutiere, wo es darum geht, was soll man überhaupt forschen, wo es um vor allem einen interdisziplinären Austausch geht. Und ich bin aber auch in der Lehre tätig an der Universität. Das heißt, da geht es darum, Studierende zu betreuen, Gruppenarbeiten korrigieren, Bachelorarbeiten betreuen und so weiter. Ich habe eine Fußwegkarte mitgebracht. Das heißt, es ist ein Stadtplan, wo vor allem die Verkehrswege eingezeichnet sind, die man zu Fuß zurücklegen kann. Ich habe es mitgebracht, weil in der Verkehrsplanung geht es natürlich darum, die Verkehrswege zu planen. Was mir ganz wichtig ist, ist aber, dass es dann auch wieder einen Effekt auf die Menschen hat. Und jetzt zum Unterschied zu klassischen Karten, wo zum Beispiel eher die Autostraßen eingezeichnet sind, ist das für die Fußgänger. Das heißt, wo gibt es vielleicht Durchgänge eingezeichnet, wo sind Stufen und so weiter. Also nicht nur das, wie planen wir, sondern wie wirkt die Planung eigentlich auf uns zurück, und zwar die Wege, die wir dann tatsächlich nehmen. Meine Empfehlung ist, sich nicht abschrecken zu lassen und sich von niemandem was einreden zu lassen. Als ich angefangen habe mit Bauingenieurwesen, waren es, glaube ich, 30% Frauen, das heißt deutlich in der Unterzahl. Und es ist ein technisches Studium und das habe ich auch immer noch gemerkt, dass man da manchmal Frauen weniger zutraut. Aber ich glaube, es einfach Selbstbewusstsein ausprobieren, ob es einen Spaß macht und ja, sich von niemandem was einreden lassen, dass man das zum Beispiel als Frau nicht kann oder so. Ich finde, einerseits ist wichtig, dass sie die Möglichkeit haben. Also es gibt ja viele, die interessiert das schon von vornherein. Und insgesamt ist es auch wichtig, dass eigentlich die Perspektive von Frauen mehr in diese Fächer hineingetragen wird. Gerade in der Verkehrsplanung wurde klassisch von Männern geplant, die ihren 9-to-5-Job haben und mit dem Auto in die Arbeit fahren. Und da fehlt dann oft die Diversität. Wie muss ich planen, wenn ich zum Beispiel mit einem Kinderwagen unterwegs bin? Und wir wissen, Frauen sind auch anders unterwegs. Und wenn sie dann auch selbst mitplanen, hat das einen Effekt auf die Planung.